Liebe Freunde und Kapselpiloten, willkommen zu einem weiteren Eve Echoes Video und es wird immer fetter. Was wir uns heute anschauen, ist ein wundervolles Schiff. Es macht unglaublich viel Spaß und sieht auch noch super cool aus. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Schiffsvorstellungsvideo und zwar das nächste nach gestern mit der Mammoth, der Mammut. Gehen wir heute mal in den PvE-Bereich. Was wir heute sehen, ist nämlich ein wundervolles Drohnenboot. Und also ein Schiff, was auf Drohnen ausgelegt ist und dort seine Stärke herausbezieht und eben gegen NPCs, also um ISK zu verdienen, Missionen zu machen und Ratting zu betreiben. Und zwar die wundervolle Vexor. Ich habe die hier mal ein bisschen aufgepimpt mit einem wundervollen Skin, der permanent ist. Dafür zahle ich sehr, sehr, sehr gerne Geld oder beziehungsweise verdiene mir das auch in-game. Und das sieht unglaublich cool aus. Schon immer ein sehr, sehr cooles Schiff. Drohnen wollte ich immer testen. Die wurden ja ein bisschen gestärkt. Das bedeutet, am Ende der Beta und auch vor dem Release wurden Drohnen, also den Schaden der Drohnen selber, haben sie wohl ein bisschen runtergefahren. Aber die Boni der Schiffe sind ein bisschen höher gekommen. So, wir schauen uns das Schiff heute mal kurz in dem Fitting an. Und in der Information auch mit Skills und so weiter. Und dann gehe ich mal mit euch raus und zeige euch, wie das Ding performt und wirklich sich spielt. So, schauen wir mal an. Das ist unsere wundervolle Vexor. Und ja, wir sehen schon, wir sind jetzt hier bei knapp über 250 DPS. Also das ist schon ganz ordentlich. Natürlich wird das zusammengerechnet aus den Hybrid-Türmen hier, und zwar 60 DPS, und das kann man eben oben noch mit einbauen als Unterstützung. Ich habe jetzt hier drin MK5 Medium, das heißt, die Teile sind für mich ganz interessant, weil ich die Waffensysteme versuche natürlich auf die Reichweite meiner Hauptwaffen, und das sind in diesem Fall die Drohnen, abzustimmen. So, optimale Reichweite hier. Also, wir bewegen uns bei einer optimalen Reichweite der Drohnen von 35 Kilometer. Die MK5 andere oder höhere, bessere kann ich noch nicht einbauen. Die haben jetzt hier eine optimale Reichweite von 19, okay. Aber wir haben noch zweimal diesen Fall-Off dran. Also Präzisionsabfall, das bedeutet knapp 19 und 11. Da sind wir also bei, ja, 19 plus 11 sind einmal 31. Und dann kommen nochmal diese 11 drauf. Das heißt, wir können theoretisch treffen bis 42 Kilometer. Das ist also absolut in Ordnung. Und wir bewegen uns an der Grenze von 30 Kilometer. Wo ich die Ziele umkreise. Meine Drohnen haben eine Kontrollreichweite von 35 Kilometer, sonst kehren sie zum Schiff zurück. Und das heißt, falls doch etwas mal näher kommen sollte, dann werden diese beiden MK5 Railguns auf jeden Fall zuschlagen. Und das ist eine nette Unterstützung. Und hier haben wir eben knapp 200 DPS. Und hier sieht man das auch nochmal, eine Kontrollreichweite von 35 Kilometer. Und das ist schon sehr, sehr nett. So, Verteidigung ist auch gut, man sieht das nämlich hier, Schildtrefferpunkte 2,6, über 3000 sind wir bei der Panzerung, das heißt, wir werden uns hier spezialisieren auf die Panzerung dieses Schiffs, ist eben auch Galente, und das Interessante ist, ich spiele sehr, sehr gerne die Kaldari mit Railguns, und das bringt mich automatisch in die Fraktion der Galente hinein, weil die Galente eben auch Railguns und Drohnen spielt. Und das ist unglaublich spaßig und gibt ein breites Feld an Interaktionsmöglichkeiten. Kannst Drohnenboote bauen, richtig schöne Thorax-Kreuzer oder Moa, und kannst damit viel Spaß haben. Also, das war hier oben, ist ein Armorboot. So, und jetzt sehen wir hier die Drohnen. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich habe insgesamt 5 Medium-Drohnen drin. Das ist noch was anderes. Das sind die klein gewesen mal als Test. Und ja, diese Medium-Drohnen haben eben auch einen Bonus auf diesem Schiff. Und jetzt stellt ihr euch die Frage, was sind denn das hier? Wieso sind das unterschiedliche? Ich befinde mich ja hier im Kaldari-Raum. Das heißt, ich kämpfe auch gegen Kaldari NPCs, wenn ich da natürlich bleibe. Das wechselt ab und zu mal. Das bedeutet, um den perfekten Schaden auszuteilen gegen die Kaldari NPCs, ist es wichtig, dass du eben Schaden austeilst, in diesem Fall die Drohnen mit Kinetikschaden. Das ist das hier. Und deswegen habe ich davon 3 Stück.
Und die Hammerhead sind eben Thermalschaden und davon habe ich zwei Stück. Das bedeutet, das ist ein sehr, sehr guter Mix und der Schaden geht sehr gut und optimal auf diese NPCs, gegen die ich eben kämpfe. So, jetzt ist es so, ich kann immer eine Drohne rausnehmen und zwar die MK5 Hammerhead. Du hast jetzt zum Beispiel hier in deinem normalen Gegenstandshangar diese MK5 Hammerhead. Dann kannst du hier natürlich 1000 Kubikmeter in deinen Schiffsdrohnenhangar aufnehmen. Das bedeutet, du kannst es erstmal hier aufnehmen und kannst das natürlich dann auch noch hier reinlegen. Jetzt würde ich das normalerweise so machen, dass ich die hier oben alle vollpacke. Das sind quasi wie diese aktiven Waffentürme. Also die Teile kannst du dann natürlich auch im Weltall starten. Ganz wichtig. Alles was hier ist, ist eben, hier steht es auch, ein Reservespeicher ist im Weltall austauschbar. Das bedeutet, und man sieht das hier auch, du kannst hier wahnsinnig viele Drohnen mit reinpacken. Wird eine Drohne getötet, die haben ja auch eigene Lebenspunkte. Wird eine Drohne doch mal getötet, was eigentlich im NPC-Bereich, kann ich mir nicht vorstellen, ist mir selber noch nie passiert, weiß ich aber nicht genau, wie das funktionieren soll, ob das überhaupt klappt, im PvP natürlich möglich. Also, hast du diesen Drohnenhangar und pack das so voll wie möglich, beziehungsweise nimm 2, 3, 4 Stück mit, wenn du das Geld eben hast oder die Möglichkeiten und dann kannst du das im Weltall auch immer wieder hier reinziehen. So, und jetzt klicke ich natürlich nochmal hier. Und dann sind die Drohnen alle hier oben wieder vollständig und einsatzbereit und zählen eben jetzt auch hier zu diesen Statistiken. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin hier unten im Low-Slot. Hier hätte ich noch 2 Mediums mit Slot reinpacken können. Die beiden brauche ich nicht. Für NPCs im PvE-Bereich würde ich hier im Normalfall zum Beispiel 2 Stasis Webifier MK5 reinpacken oder eben besser, höher. Weil wenn ein Gegner doch mal zu nahe kommt, dann kannst du die ab 10 Kilometer mit 2 Stück schon das dürfte ja dann schon 70-80% verlangsamen und du kannst dann eben wieder aus der Reichweite hinaus und hast eventuell auch die Möglichkeit, sie quasi zu stoppen, dass sie so nah an dein Schiff kommen und die Energie absaugen. Wenn es so sein soll, dann werden sie dich auf 20 Kilometer eh schon warp scramblen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich bewege mich halt immer 30 Kilometer aufwärts und das versuche ich unbedingt einzuhalten und bin da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Denn wenn was zu nahe kommt, habt ihr Problem, dass sie euch eventuell festhalten können, euch verlangsamen, Energie absaugen oder eben vom Warpen abhalten und dann habt ihr ein Problem und dann könnt ihr natürlich auch in große Schwierigkeiten geraten. So. Was habe ich hier unten? Ich habe einmal das Teil genommen, ein MK5 Adaptive Armor, das heißt, der packt diese Resistenzen auf die Panzerung rauf. Das kann ich natürlich auch noch dann aktivieren. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich, erhöht also einfach meine Resistenzwerte, nämlich die hier automatisch. Man sieht das jetzt hier 36% und so weiter, ein bisschen erhöht. Und das ist schon nicht schlecht. Dann habe ich hier ein MK5 Medium Armor Repairer, der ist quasi wie ein Shield Booster, der repariert meine Panzerung. Dazu kommt es eigentlich sehr, sehr selten auf dieser Reichweite, aber wenn doch, dann macht der gute Arbeit. Und ich gehe hier ein bisschen auf Schaden und lasse die eigentlich genauso wie bei den Railgun Schiffen quasi ein bisschen nacheinander durchlaufen. Das Ding steigert, man sieht das hier, Schadensbonus 5%, wenn ich die jetzt schon so drinne habe. Wenn ich die aktiviere für 20 Sekunden, dann kommen nochmal 7% oben drauf. So, und das lasse ich dann immer ein bisschen durchrotieren, wenn ich zum Beispiel bei kleineren Schiffen dran bin, weil ich auch Medium-Drohnen habe. Die treffen kleine Schiffe auch ein bisschen schwieriger. Die sind eher dann für Zerstörerkreuzer und Schlachtkreuzer gedacht, diese Drohnengröße. Und deswegen lasse ich die eine aktivieren, 20 Sekunden laufen und danach die nächste laufen. Dann muss ich wieder 20 Sekunden warten, weil die ja 60 Sekunden Cooldown haben. Das heißt, ich kann die ungefähr so gut takten und bewege mich dann maximal bei, wenn ich beide gleichzeitig aktiviere, liege ich ungefähr bei 330 DPS, was schon ziemlich krass ist. Und da komme ich auf jeden Fall sehr gut hin, was die Bekämpfung der NPCs angeht. Natürlich habe ich auch Modifikationen drin, die Teile brauche ich eigentlich nicht, mechanische. Kann ich meine Agilität erhöhen, das könntest du auf jeden Fall machen. Oder eventuell Energiespeicher erhöhen, aber das Ding ist eigentlich stabil. Wenn ich alles anhabe, was nie passieren wird, denn du kannst die Dinger nicht permanent laufen lassen,
bin ich auf 10 Minuten, über 10 Minuten und das brauche ich niemals. Also eigentlich ist das Ding Cap Stable, ich werde da noch ein bisschen an den Skills dran schrauben, die schauen wir uns dazu gleich nochmal an. Und was ich aber drin habe, ist auf jeden Fall hier Drone Speed Augmente 1. Das ist also eine Kampfmodifikation 1. Man kann natürlich noch 2 und 3 kaufen, aber die sind schon sehr, sehr teuer. So, Aktivierungszeit. Das bedeutet, die Drohnen kämpfen schneller. Die Waffen der Drohnen umdrehen sich schneller. Das heißt, als wenn deine Cycle Time von deiner Railgun, Kanone oder Raketenwerfer oder was auch immer, wenn sich das eben beschleunigen sollte, das heißt nicht mehr 10 Sekunden, sondern theoretisch 9,1 Sekunden und so weiter. Das bedeutet, effektiv wird dadurch ja auch der Schaden erhöht, ein so ein Teil drin, und einfach hier Drohnen Schaden erhöht um 12,5%. So, das ist für mich ganz wichtig, denn ich befinde mich auf einer sicheren Position, habe zur Not auch noch hier automatisch immer diesen Panzerungsverstärker am Laufen, der die Resistenzen erhöht, und wenn noch mehr Schaden reinkommen sollte, bin ich defensiv gerüstet und mache einfach diesen Medium Panzerungsrepairer an. Ansonsten gehe ich hier eher auf Schaden, damit die Gegner einfach schnell schmelzen. Und ja, was ich euch noch zeigen wollte, ganz, ganz wichtig, wenn ihr Drohnen fliegen wollt, dann testet das zum Beispiel mit der Vexor Trainer. Die hat nur 4 Slots für Drohnen und ganz, ganz wichtig, Leute, wenn ihr das machen solltet, dann gehen wir hier nochmal nach ganz unten in die Beschreibung, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Drohnen spielt, das allererste, wieso steht das jetzt hier nicht drin? Das steht leider nicht drin. Das allererste, was ihr skillen müsst, ist der Skill Drohne. Der heißt ganz einfach Drohne, ist manchmal ein bisschen schwierig zu finden, weil die Drohne und nichts anderes gibt euch hier die Kontrollzahl. Jetzt habt ihr nämlich genau das Problem, wie ich habe. Ich habe ein Drohnenboot mit maximal 5 Drohnen, die ich auch steuern könnte, aber auf Level 4 kann ich eben nur 4 steuern. So, und wenn ich brauche die 300% hier, das bedeutet plus 3 und dann komme ich auf die 5. Und das war mein Fehler. Ich habe leider die Skillpunkte ausgegeben, aber das ist kein Problem, in 7 Stunden bin ich da auch. Ich habe die Skillpunkte aus Versehen ausgegeben hier für, wo ist meine Skill-Warteschlange hier, fortgeschrittene Drohne, habe ich einfach reingemacht, weil die natürlich auch einen ordentlichen Schaden und hier Reichweite und die Stärke der Drohnen, also die Lebenspunkte der Drohnen erhöht, das wollte ich haben und habe dann aus Versehen auch verklickt. So, und jetzt habe ich das Problem, ich muss eben 7 Stunden warten oder halt noch 6 und 3 Viertelstunden, damit ich eben alle 5 Drohnen kontrollieren kann. Dann gibt es eben eine Fehlermeldung, hallo, du kannst nur 4 Drohnen benutzen. Also Leute, wenn du Drohnen spielen willst, lerne den Drohnen-Skill, den du hier siehst, als allererstes. So, und dann gehen wir in das übliche Schema rein. Ihr kennt es ja, wie ich das erkläre. Und danach solltet ihr auf jeden Fall bei dieser Vexor das hier machen. Das Ding ist sehr, sehr cool. Wenn du die mittlere Drohne skillst, dann erhältst du eben diesen Bonus noch dazu, zu diesem normalen Skill Boni, nämlich pro Stufe hier 7,5% Schaden der Drohnen, sehr, sehr gut. Die Reichweite, ganz, ganz wichtig, und eben auch die Stärke, also die sind dann richtige Klumpen, die kaum zu töten sind, und das solltet ihr auf jeden Fall machen. Dann hier natürlich noch Kreuzer Kommando, könntet ihr ja auf 4 hoch pushen, oder wenn ihr das nicht schon habt und so langsam in diese Kreuzer Reichweite kommt oder vielleicht schon seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall auch noch auf 3 bis 4 ziehen. Das ist eben der Trägheitsmodifikator, der euch schneller ausrichten lässt und ein bisschen agiler werden lässt. So, das dazu, alles weitere kommt natürlich oben drauf, wenn ihr diese Kreuzerverteidigung noch macht und so weiter, könnt ihr hier, Entschuldigung, noch ein bisschen die Defensive steigern. Also wie üblich, wenn du ein Schiff skillen willst, in diesem Fenster hier oben, ganz oben abarbeiten, gerade im Fall der Drohnen, den Skill Drohne zuerst hochpushen, so hoch wie möglich, und dann gehst du als letztes in diese Beschreibung ganz unten, klickst auf Beschreibung und siehst alle relevanten Skills. Ihr seht es schon, Kreuzerkommando habe ich auf 4, ist in Ordnung, Kreuzerverteidigungsupgrade auf 4 ist in Ordnung, Kreuzerkonstruktion auf 4 ist in Ordnung,
Zielerfassung so hoch wie möglich. So, und alles das steigert eben die Performance, die Stärke und die Verteidigung eures Kreuzers. So, und dann befinden wir uns hier eben mit diesen knapp 256 DPS. Wie gesagt, PvE gegen NPCs gedacht. Ansonsten muss man im PvP ein bisschen anders umbauen, das ganze Teil. So, Freunde, das ist dieses wunderbare Schiff. Aber keine Angst, es geht noch viel, viel weiter. Wir machen jetzt einen Ausflug nach draußen und dann zeige ich euch auf jeden Fall mal gleich, wie das Ding im Kampf performt. Aber Achtung, auch nur mit 4 anstatt 5 Drohnen und trotzdem geht es sehr, sehr gut ab. Macht unglaublich viel Spaß einfach. Also, dann sehen wir uns gleich im Weltall bei einer erweiterten Mission. So, da sind wir auf dem Weg. Ich bin jetzt bei dieser erweiterten Kampfmission Terrorangriff auf die Schule für angewandtes Wissen oder was, keine Ahnung. Und bin jetzt hier mit unserem wundervollen Schiff der Wächser unterwegs. Hab dann auch direkt auf 30 Kilometer rangewarpt. Und dann werdet ihr natürlich auch gleich sehen, wie das so funktioniert und ja, was ich eben als erstes töte. Und ganz, ganz wichtig ist, sobald ich bin jetzt hier im Losec unterwegs, müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Normalerweise sind diese Missionen, wenn du eine Mission annimmst, ist es deine Mission und niemand findet dich an diesem Ort. Das ist eben zufallsgeneriert. So, jetzt habe ich auf 30 Kilometer und man kann natürlich diesen Fokus, dieses Feuer fokussieren auf die Schiffe. Dann starten die Drohnen automatisch und auch die Waffen und gehen eben, wenn sie dann in Reichweite sind, direkt drauf. Und ich mache das eben hier vor allen Dingen, Leute, die Bantam 2 und alle Fregatten, tötet sie zuerst. Ihr seht schon, in der Mitte sieht man nämlich schon, dass zwei Energieabsauger auf mit drauf sind. Natürlich saugen die keine Energie ab, weil die außer Reichweite sind. Aber ihr solltet diese kleinen Schiffe zuerst töten. Dann gehe ich jetzt hier auf die Zerstörergröße, auf den Korax. Und ihr seht schon, wie es schmilzt. Es macht unglaublich viel Spaß, gegen diese NPCs zu kämpfen. So, und jetzt habe ich erstmal hier die Orbit-Reichweite eingestellt, sodass ich automatisch bei jedem Ziel immer automatisch, brauche ich gar nichts machen, auf 30 Kilometer umkreise. Und die Drohnen kämpfen automatisch. So, ihr seht schon, unten sind meine Railguns immer am Laufen. Die laufen permanent durch. Und guckt euch mal den Schaden an oben. Und vor allen Dingen, das sind 4 Drohnen. 4 Drohnen anstatt 5 Drohnen. Und ihr seht schon, wie toll es ist. Und das Schild hält am meisten aus. Diese Schadensart hier geht erst richtig durch, wenn das Schild runter ist. Also wartet mal hier bei dieser Kreuzergröße. Ihr seht schon, ich aktiviere jetzt einmal hier den Drone Damage Amplifier, dann schießen die Drohnen schneller und teilen mehr Schaden aus. Und jetzt beginnt der Spaß. Schaut euch mal den Schaden an. 230, 169, 300 und ja, 400. Ihr seht schon, wie das schmilzt quasi, die Kreuzer. Und es macht so viel Spaß. Und achtet mal auf den Schaden, der bei mir reinkommt. Ich bin ein Armor Tank, das heißt, meine Panzerung ist wichtig. Die erreichen mich hier kaum mit ihren Waffen und das bedeutet, ich kann hier ganz entspannt mich runterschießen lassen, weil es kaum passieren wird. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich lasse nämlich gleich weiterspulen und ja, sowas von entspannt. Natürlich haben die Drohnen jetzt eine Fehlermeldung bekommen, außer Reichweite. Ich muss auf 35 Kilometer ran. Kein Problem, dann kommen die Drohnen automatisch wieder zurück. Also ihr verliert die dann auch nicht. Wenn du das Schlachtfeld verlässt, fasst die Drohnen kurz an und zieh sie nach oben, dann siehst du eben zwei kleine Module aufpoppen. Dann kannst du deine Drohnen nämlich zurückrufen, beziehungsweise alle gleichzeitig zurückrufen. Vergiss deine Drohnen nicht. Ganz, ganz wichtig. Sonst geht viele Millionen, also ich habe hier glaube ich, ich weiß gar nicht, 30, 40 Millionen haben alle 5 Stück gekostet. Und Entschuldigung, die sind dann sehr, sehr teuer und schöne Stücke. So, ihr seht schon, ich lasse halt immer meine Panzerung unten laufen. Diesen Panzerungsverstärker, der läuft permanent. Diesen Drone Damage Amplifier lasse ich einmal kurz rotieren, weil es eben ja, ein Kreuzer ist. Da muss ein bisschen mehr Schaden ankommen. Und die kommen nicht mal durch mein Schild durch. Da habe ich ja gar keinen großen Schild Tank, sondern mein Tank liegt auf der Panzerung und da brauche ich nicht mehr meinen Panzerungsrepairer anschmeißen. Und ihr seht, wie das runterschmilzt, schön regelmäßig bei den feindlichen Schiffen. So, Freunde, ich lasse das jetzt hier einfach mal schneller
durchlaufen. Und dann ist es so, ja, dann schauen wir nochmal kurz zum Ende rein, wie viel Geld ich dann verdiene. Das sind ungefähr, ja, das müssen ja über knapp 1 Million gewesen sein. Für diese eine Mission ganz entspannt auf 30 bis 35 Kilometer Entfernung. Und dann genieß dieses Video. Wenn du Drohnen testen willst, schau dir, ja, diese Tipps an, die ich dir gegeben habe. Und dann wünsche ich ganz, ganz viel Spaß. Es macht unglaublich viel Spaß. Sieht super aus mit den Galente-Drohnenschiffen. Ist natürlich so ein bisschen eine Rarität, weil die halt eben so teuer sind und schwer zu finden. Ja, was ja schwer zu finden sind, aber ja, die Blaupausen auch nicht so einfach zu farmen sind. Und von daher kosten die ein bisschen mehr. Wenn ihr das aber habt, habt ihr wirklich, wirklich Spaß am Spiel. Und so langsam in dieser Kreuzergröße macht das viel Spaß. Auch hier seht ihr nochmal, ich habe die Drohnen eingepackt, damit sie nicht irgendwie Aggro ziehen, sondern ich packe sie erst aus, wenn ich wieder in Reichweite bin. Und das habe ich jetzt gemacht. Klick, klick. Und dann auf Feuer fokussieren. Aber das brauchst du gar nicht. Wenn du nichts aktiviert hast an Waffen, kannst du dein Ziel oben anvisieren, Feuer fokussieren. Und dann starten die Drohnen sofort, genau jetzt. Und alles geht automatisch auf die Drohne, auf die Schiffe rauf. Die Drohnen starten, ihr seht das. Zack, die sind natürlich ein bisschen langsamer wegen Medium-Drohnen. Und dann geht eben diese Manticore, der Stealth-Bomber, der, ja, der Interesse an mir hat. Der will jetzt in meine Reichweite kommen. Aber guck mal, wie schön zackig auch das runtergeht. Ich aktiviere hier mal ein Schadensmodul unten. Und jetzt kommt der Damage richtig durch. Zack, zack, zack. Das Ding ist halt gleich weg in ein paar Sekunden. Und es schmilzt dahin. So, Freunde, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Rest des Videos. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Schaut euch die anderen tollen Videos an. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr dazu einen Patreon-Link zum Beispiel unten. Und auch viel mehr dazu. Wünsche mir, dass ihr gerne beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao und fly safe.